Sascha Cavalho kann am Sonntag in Köln das Kunststück schaffen und den Gerling-Preis zum 4. Mal in Serie gewinnen. Mit dem Favoriten Savoir Vivre ist der Bergheimer Coach dabei bestens gerüstet. Im vergangenen Jahr gewann er mit Ito, davor waren es Guardini und Ivanhoe. Der von Andreas Suboritsch trainierte Sirius ist als Starter für den Gerling-Preis vorgesehen, doch es gibt einen Plan B mit dem Vorjahreszweiten. Sollte der Boden in Köln zu weich sein, dann wird man mit dem Dashing Blade Sohn einen Tag später in den Prix de Douville in Saint-Cloud starten. Beide Male würde Andra Starke im Sattel sitzen. Dreimal war sie in den letzten Tagen genannt, doch ebenso oft strich Trainer Roger Varian die bislang noch ungeprüfte Daydream-Tochter Nothing But Dreams wieder. Nun hat der Trainer aus Newmarket erneut eine Nennung für die in Besitz von Teruya Yoshida trainierte Frankl-Stute abgegeben. Er schrieb die Dreijährige für die zur Gruppe 2 zählenden Ribblesdale Filly Stakes am 22. Juni in Ascot ein.